Ja, jetzt soll es um ein Thema gehen, über das man sehr, sehr viel reden kann. Ich möchte mich jetzt hier in diesem Video nur darauf konzentrieren, was ich denn mitnehme, wie ich es vor allen Dingen mitnehme, also wie ich es verpacke. Man kann hier noch ganz viel darüber reden, wie läuft das genau mit den Krankenkassen, mit den Ärzten, wie lange wird man ausgestattet, aber da werde ich nochmal separat was in schriftlicher und ich denke auch nochmal in Videoform zu machen. Ich fange erstmal hier in der Blutzuckermessecke an. Ihr seht schon, ich habe hier vier Sensoren und einige Messstreifen dabei. Ich werde mir einen von den Sensoren heute noch setzen. Drei nehme ich dementsprechend mit. Der ganze Verpackungskram, den werde ich entsorgen. Das nimmt nur zu viel Platz weg. Man soll jedoch, so wird es immer geraten, von jeder Verpackung mal mindestens eine Kopie oder eine Originalverpackung dabei haben. Das heißt, auspacken, flach machen und dann irgendwie in den Ordner, den man dabei hat, dazulegen. Dementsprechend werden die Testschreiben später so aussehen. Die Sensoren wisst ihr ja, also diejenigen, die Diabetes haben, wissen ja, wie das aussieht. Kommen wir zur Insulinecke. Ich habe hier einmal mein Kurzzeitinsulin, mein Langzeitinsulin und hier auch schon in verpackter Form. Ich habe hier diese Kühltaschen, die sind wirklich super. Hier in den beiden ist jetzt schon was drin. Die sind aber quasi noch nicht aktiviert, so sage ich jetzt mal. Was meine ich damit? Die kühlen noch nicht aktiv. Die haben nämlich hier, das ist meine dritte Kühltasche, haben die innen drin noch diese Tasche, wo dann kleine Kügelchen hier drin sind. Wenn man die ins Wasser legt, werden die aktiviert, um mal bei dem Griff zu bleiben, und kühlen dann aktiv. Das heißt, das Volumen wird auch noch mal ein bisschen größer. Das nimmt schon relativ viel Platz weg. Deswegen mache ich es jetzt auch so, auf meiner Hinreise oder generell, wenn ich reise, lege ich die vorher noch nicht ins Wasser und lasse aktiv kühlen, denn Insulin geht nicht so schnell kaputt, wie das immer behauptet wird. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Ich hatte mein Insulin genauso in der Form in einem Spind in Kanada liegen, in meinem Zimmer. Das war ein bisschen weniger als Raumtemperatur, würde ich mal sagen, was in einem Spind. Aber noch lange keine Kühlschranktemperatur und trotzdem hat das Insulin für ein Jahr genau gehalten. Ja, und dann geht es auch schon zur Lanzetten- und Nadel-Ecke. Die Lanzetten, die ich hier habe, haben sich schon so über die letzten Jahre angesammelt. Das ist auch mit den Teststreifen, habe ich ein paar Packungen mehr und. Die aber nicht für die ganze Zeit reichen werden, die ich da bin, das kann ich schon mal so sagen. Die Lanzetten eventuell schon, denn jeder Diabetiker weiß ja, dass eine Lanzette für ein Jahr reicht. Ja, der wird zwar schlecht, aber viele werden wissen, was ich meine. Ihr seht es hier vielleicht schon, ich habe hier solche, das sind Gefrierbeutel, genau. Ist aber im Grunde genommen völlig egal, was ihr da nimmt. Da gibt es ja auch mittlerweile, glaube ich, solche Vakuumtüten. Dann spart man auch nochmal ein bisschen Volumen. Ich habe jetzt halt so gemacht, ganz klassischen Gummi oben drum. Da sind jetzt insgesamt zwei Packungen Nadeln drin. Das sind nämlich diese zwei Packungen. Das heißt, das ist dann auch so, würde ich fast sagen, das Maximum, was da so reinpasst. Das werde ich dann mit denen hier nochmal genauso machen und mit den Lanzetten auch. Werde ich so verstauen. Man kann das rein theoretisch auch lose verstauen. Also wer Lust hat, kann das einfach so in seinen Koffer reinkippen, in seinen Backpack, was auch immer, was ihr da habt. Aber ja, dann wird es vielleicht ein bisschen unordentlich. Kann man aber rein theoretisch auch. Wichtig ist natürlich, dass ihr immer eine Bescheinigung vom Arzt dabei habt. Das wird euch euer Diabetologe aber im Regelfall sagen, wenn ihr das vorher zusammen besprecht. Ich kann euch aber sagen, dass ich noch nie auf mein Equipment angesprochen wurde. Denn es ist ja auch so, euer Insulin sollte immer im Handgepäck sein. Ganz einfach deswegen, weil ihr nicht wisst, wie kalt es denn dort ist, wo euer anderes Gepäck gelagert wird im Flieger. Es ist nämlich oft so, dass es scheinbar Minusgrade sind und da besteht dann halt die Gefahr, dass das Insulin kaputt geht. Deswegen, also diese drei werde ich in meinem Handgepäck haben. Alles andere landet in meinem großen Koffer, in meinem großen Backpack. Das muss ich mir ja keine Gedanken machen, dass es irgendwie kaputt geht. Ich wurde, wie gesagt, noch nie drauf angesprochen, was das denn ist und wieso ich das mitführe. Ich denke mal, man ist ja nicht der einzige Diabetiker, der mal reisen muss. Die Leute vor Ort werden das auch schon kennen. Und selbst wenn ihr angesprochen werdet, habt eine Bescheinigung dabei, denn ja, ihr könnt ja nichts dafür, dass ihr Typ 1 Diabetes habt. Man darf bei den meisten, ich weiß zum Beispiel bei Australien, nur für 3 Monate was mitnehmen an Equipment. Aber das ist insofern mal bescheuert, weil ihr das Zeug eben braucht. Man kann sich natürlich auch mal Sachen irgendwie ins Ausland schicken lassen. Das geht auch, wenn ihr ein bisschen was zu Hause lässt. Ich glaube, ich lasse auch ein paar Sachen zu Hause und lasse mir die dann einfach schicken. Mit dem Insulin ist das immer so eine Sache, deswegen hole ich das sofort mit. Aber es ist natürlich auch so, woher wollen diese Leute wissen, dass das nicht genau der Vorrat ist, den ihr für 3 Monate braucht? Es gibt Diabetiker, die haben einen höheren Insulinbedarf. Es gibt welche, die haben einen wesentlich niedrigeren Insulinbedarf. Es gibt
Leute, die halt viel öfters, wenn wir nochmal zu dem Thema kommen, die Lanzetten wechseln oder auch mit den Nadeln ist es genauso. Also die Leute können das dort vor Ort auch nicht genau beurteilen. Von daher solltet ihr euch nicht so viele Gedanken machen, nehmt euer Zeug mit, das was ihr braucht, lasst euch vielleicht auch was nachschicken, wenn ihr dann einen festen Standort habt. Das ist in der Regel auch kein Problem. Wie vorhin schon angesprochen, ist es so, dass ich noch ganz viel zu dem Thema sagen könnte. Vor allen Dingen ist es so, dass das, was ich jetzt hier habe, nicht für die Zeit reichen wird, in der ich im Ausland bin. Was bei mir dann da rausgekommen ist, im Gespräch mit Krankenkassen und Ärzten und wie ich es jetzt im Endeffekt mache, das kommt dann wieder in einem anderen Video, in einem, ja, auch in schriftlicher Form. Danke, dass ihr mir so lange zugeschaut habt. Schreibt irgendwelche Fragen, die ihr habt, in die Kommentare, schreibt mich sofort an, diskutiert mit Leuten darüber, gebt euch gegenseitig Tipps. Ich finde, der Austausch ist da immer sehr wichtig. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Reisen, wenn ihr kurz davor seid aufzubrechen, und bis zum nächsten Video. Ciao. Ja, ich habe schon wieder alles abgebaut an Diabetes-Equipment, was ich da vorhin noch im Video hatte. Da ist mir wieder eingefallen, eine Sache habe ich vergessen, und zwar die Pens. Die sind natürlich ganz wichtig. Ich habe hier 4 Stück an der Zahl, habe irgendwo auch noch einen 5. rumliegen, und in Kanada war es zum Beispiel so, dass ich 2 Stück verloren hatte. Deswegen war ich sehr dankbar für die extra Pens, die ich da noch dabei hatte. Vergesst sie auf keinen Fall. Damit bin ich aber dann wirklich am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.